So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ich habe ein Wilds of Eldraine Collector Booster Display und dieses hier wurde mir zur Verfügung gestellt von dem lieben Liplap, Schrägstrich, dem guten Fabian. Der gute Fabian unterstützt mich ja jetzt schon regelmäßig bei eben Openings von Collector Boostern, Displays, anderen Sealed Products und ähnlichem. Davon möchte ich etwas zurückgeben. Und zwar möchte ich zurückgeben, dass ich sagen kann, dieser Mann ist ein großartiger Mensch, ist ein super lieber Mensch. Und der Mann ist auf Card Market und macht da so sein Hobby langsam zum Beruf. Und dementsprechend wäre es sehr, sehr cool, wenn ihr ihn da unterstützen würdet. Schaut einfach mal bei ihm rein, schaut, was er hat. Und dann könnt ihr da mal ein bisschen rumstöbern in seinem Shop. Ansonsten Instagram hat der gute Mann auch, genau wie ich. Und dazu noch ganz viele andere Sachen tatsächlich. Also da könnt ihr unten in der Videobeschreibung immens viele Links finden, wo ihr mal reingucken könntet und wo ihr gucken könntet wegen Unterstützung für mich, für den lieben Fabian. Und ansonsten nochmal einen vielen, 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 vielen Dank. Einen vielen Dank. Blackie, du bist so gut. Vielen Dank an meine Patrons. Hier ein bisschen aufgelistet. Vielen, vielen Dank. Ihr habt mir aktuell, ich sag's wie es ist, ein Großteil meines Arschs gerettet. Wegen euch habe ich tatsächlich mein Mikrofon wiedergeholt. Ich habe eine Kamera wieder kaufen können, die mir geklaut wurde. Und deswegen vielen, vielen Dank an jeden, der mich da finanziell unterstützt oder unterstützt hat. Und deshalb vielen, vielen Dank auch, ich weiß mindestens eine Person, die da noch einen größeren Batzen Geld mir in die Hand gedrückt hat. Und deshalb nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle. Ich bin diese Unterstützung nicht gewohnt, deshalb bin ich da ganz, ganz schlecht drin. Und ich muss einfach nur da sitzen und Danke sagen, weil mehr kann ich dann auch nicht machen. Gut, gucken wir uns das Display an. Ich hoffe auf coole Puls. Das tut man ja immer. Und da machen wir jetzt mal auf. Oh Gott. Ja, ich hätte eine Schere. Ich habe eine Schere und ich habe auch ein Cuttermesser. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Das ist ein scharfer Gegenstand, den man hier nicht nutzen sollte. Machen wir das mal auf, gucken wir mal rein, was wir so haben. Das sind wieder ein paar mehr Booster heute. Dementsprechend, wie immer bei diesen Collector-Display-Openings oder generell bei Display-Openings, gehe ich nicht ganz so auf jede Karte ein, sondern nur so auf so ein paar. Und, boah, die sind aber fest hier drin. Ja, Wilds of Eldraine, das für mich zumindest aktuell neueste Set. Gefühlt schaffe ich es nicht mehr hinterherzukommen. Dementsprechend gucken wir uns die Sache mal an. Wir haben anscheinend japanische Packages. Das sieht man daran, dass hier dieser Pull-Tab ist, für den ich übrigens immer noch kein Skill entwickelt habe. Und das bedeutet wiederum, dass wir verkehrt herum die Booster, glaube ich, da drin haben. Was jetzt nicht schlimm ist, finde ich, eher positiv. Wir haben einen Food-Schrägstrich, eine Red, dann ein Questing Druid. Oh, der ist aber dunkel. Also der ist auch in real so dunkel, da kann ich wirklich nichts machen. Wow. Das ist ein dunkles Foiling und der ist Off-Center. Das ist eine sehr coole Karte, habe ich im Legacy tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gespielt. Ganz nett. Dann haben wir der Leyline of Abundance, auch sehr, sehr gut. Rowan's Skyne of War. Rowan, die Dame tatsächlich, die meiner Meinung nach ein bisschen besser ist wie ihr Bruder, aber auch schwerer zu spielen. Dann haben wir ein, was bist du denn? Gulavin Casting Director. 3x2/3 Non-Token Creatures. In der Battlefield sucht man sich eins aus. Man macht eine Royal-Rolle, eine Sorcery-Rolle oder eine Monster-Rolle. Geil. Ich liebe alles daran. Tales of the Ages. Dark Tutelage. Season of Growth. Ui. Ui, die sind hübsch. Die Länder sind wirklich so hübsch, wie ich mir gedacht habe. Dann kommen noch ein paar Commons und Uncommons. Ja, genau. Das erste Booster haben wir geschafft. Die Länder sind wirklich hübsch. Das Foiling ist ein bisschen weird. Sind das wirklich aus Japan welche? Made in Japan, yes. Das Foiling ist weird. Das Foiling ist ein bisschen weird tatsächlich, muss ich sagen. Mal gucken, was wir noch kriegen. Ich hoffe hier auf so ein Shatterglass. Ich habe noch nie so ein Shatterglass in der Hand gehabt. Ich würde es gönnen. Ich sag, wie es ist. Dann haben wir eine Leyline of Sanctity in Foil. Und dieses Foiling wirkt fast schon wie ein Edged Foiling. Oh, ist aber wirklich hübsch. Leyline of Sanctity, eine der cooleren Leylines.
Waste Not. Wusste ich gar nicht, dass es hier drin ist. Auch sehr cool. Hard Flame Duelist. Das Elemental. Der ist auch gar nicht mal so bad mit den Human Tokens. Gasp of Fate. Bist du hübsch. Bist du hübsch. Ich muss mal gucken, ob ich den noch im Commander spiele. Wenn ja, werde ich den lieben Fabian fragen, ob ich ihn die Galle abkaufen kann. Da muss er sie nämlich nicht auf Card Market stellen. Forest, auch die wirklich, wirklich sweet. Dann ein paar Kamps, dann Kamps. Gucken wir weiter. Ich bin der Meinung, dass in diesem Set eigentlich nur in dem Mythic Stay der Value drin liegt. Das ist aber ganz, ganz oft so, gerade bei diesen ganzen, ich sag mal, Boostern, wo diese Special-Zeug drin ist. Also diese, in diesem Fall diese Tails. Weil, ich muss sagen, davon, ja, das macht's halt ein bisschen schwerer. Werefuchs Bodyguard. Mehr Füchse braucht das Land. Und eine Sneak Attack. Eine sehr, sehr hübsche Sneak Attack. Ich liebe das Artwork. Ich finde das Artwork unendlich schön. Ich habe leider ein neues Sneak Attack gekauft. Ansonsten würde ich die gegen die austauschen. Die sind so geil. Die sind wirklich geil. Ich finde das Artwork einfach schön. Beluna, das ist die die Commanderin, wo ich im Podcast fälschlicherweise gesagt habe, dass es die erste Adventure Commanderin ist. Es gibt aber schon einen Adventure Commander. Songbird Blessing. 4 Mana Enchantment eine Kreatur. Wenn die Enchantment-Kreatur angreift, können wir eine Aura ans Spielfeld legen. Okay. Stark. Spellbook-Wender. 2 Mana, 2/2, Wachsamkeit. Immer wenn man in Combat geht, kann man einen Mana bezahlen. Wenn man das tut, kreiert man eine Sorcerer-Roll. Die gibt +1/+1 und immer wenn diese Kreatur angreift, scryst. Sehr, sehr gute Karte. Kann ich nur empfehlen. Curiosity, Vampire Rites. Die Plane, die aussieht wie ein Swamp. Also das sieht für mich nicht aus wie ein Plains. Das sieht für mich aus wie ein Swamp. Aber okay. Okay. Value bisher noch nicht so hoch. Das ist ein bisschen schade. Aber wir haben ja noch Chancen. Also gerade zum Beispiel dieser Courtyard ist ja zum Beispiel unendlich teuer. Eine Rhystic Star, die wäre auf jeden Fall gut. Dann haben wir Extraordinary Journey. As Foretold, auch sehr, sehr hübsch. Was? Relentless Beaver. Das ist ein Land. Wizards, habt ihr das falsche Artwork drauf gedruckt? Court of Embrace. Oh ja, die Courts. Auch sehr, sehr, sehr cool. Thunderous Taboo. Auch das. Sehr, sehr gute Karte. Warum fühlt die sich auch schon so an? Die fühlen sich halt alle so ein bisschen weird an. Vom Foiling her. Hatching Plans, Curiosity, nochmal die Planes und ein paar davon. Das Foiling von den japanischen Karten ist ein bisschen weird. Also das muss ich euch sagen, wie es ist. Aber sonst finde ich tatsächlich das besser. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Reihenfolge hier besser findet, wo ihr praktisch direkt eure Money-Karte bekommt, also eine einfachstische Money-Karte. Das ist Debut. Copy Enchantment, auch eine sehr coole Ding. Oder ob ihr lieber von der anderen Seite seid. Also, dass ihr sagt, hey, ich mag's lieber so kommen, ankommen und dann mich da durchzuarbeiten. Fände ich mal spannend. Song of Tolerance, Griffin Airy, Hatching Plants. Oh, ein Mountain. Der ist auch hübsch. Und Stuff. Rotkäppchen. Käppchen, habe ich gesagt. Genau, könnt ihr mir mal schreiben, weil ich finde es tatsächlich für so ein Opening wie jetzt gerade, finde ich es tatsächlich ganz angenehm, tatsächlich vorne die Rares zu sehen. Wenn ich einen Booster selber öffne, würde ich aber sagen, also alleine öffne für mich, Karmic Justice in voll. Ach, ich hoffe ja immer auf dieses andere Foiling, aber das ist leider nicht der Fall. Wenn ich was für mich selber öffnen würde, würde ich das tatsächlich so machen, dass ich das lieber andersrum hätte. Blind Obedience mit Ding drauf, The Witch Sway. Geil. Scalding Viper, auch richtig cool. Ich glaube tatsächlich, dass ich die Play sehen könnte. Boah, die fühlen sich so weird an. Red Cap Dweller, Brick Rides, Forest und Staff. Dann, also vom Ding her, diese, ich sag mal, Comic Artwork, beziehungsweise Anime Artworks, gibt's ja auch ganz viel Streit drum.
Und da muss ich immer wieder sagen, ich bin tatsächlich ein großer Fan von den Artworks. Und Archon of the Wild Rose. So schön. Polluted Bonds. Auch in einem Anime-Artwork. Das muss ich gerade erstmal realisieren. Dann haben wir die Charmed Apple. Ist das auch ein Anime-Artwork? Oder einfach nur Full Art? Kann das nicht mehr auseinanderhalten. Das Foresight Ritual, Relentless Fortress, Compulsion. Ja. Diese Anime-Artworks, ich weiß nicht, warum sie hier immer noch mit drin sind. Ich weiß, dass es jetzt noch die Rarity extra mit drin sind, damit wir wieder was Besonderes haben. Weil in diesen Boostern hier ist fast nichts Besonderes drin, außer halt coole K. Oh mein Gott, es ist ein Hase. Pollen Shield Hair. Ein Hase. Ja. Shared Amorosity, der Questing Druid zum zweiten Mal. Red Cap. Der ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass der besser ist mit den Ui, Utopia Sports and Foil. Und ein Ground Seal. Utopia Sports and Foil. Utopia Sports and Foil. Ich finde die Utopia Sports sehr, sehr gut. Sind eine der teureren Uncommons Surprise in diesem Slot. Und dementsprechend ein bisschen mehr wert. Und sehr cool. Davon fehlt mir jetzt Blizzard auch noch. Lord Skitter, Sewer King. Dawn of Hope. Cool. Horned Lochwal. The Iron Crack. Ich habe gerade schon einen Schreikampf gekriegt, aber der ist auch ziemlich gut. Der soll auch ziemlich gut sein tatsächlich für Commander. Aber ich habe gerade schon einen Schreikampf gekriegt, dass es ein Cauldron ist. Da haben wir noch einen Lord Skitter. Nee, das ist Lord Skitter's Blessing. Impact, Raid Bombardement und noch ein bisschen Stuff. Ja. Aktuell sieht es noch nicht so gut aus mit dem Konfetti-Foil. Ich würde das Konfetti-Foil so gerne mal sehen. Weil ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Und ich bin da immer so, wenn es ein neues Foiling gibt, würde ich das gerne haben. Und Nekropotenz in Foil. Aber auch nicht im Konfetti. Grave Pact in hier Anime-Artwork. Sehr cool. Prisoner. Noch ein Spellbook-Wender. Stark. Eine Hilda. Oder Hylda. Hylda the Ice Crown ist tatsächlich eine Karte, wo ich sagen würde, wenn ich noch ein zweites Commander-Deck bauen würde, ist es Mühe und Curses. Aber wenn ich noch ein blau-weißes bauen müsste, dann wäre es Hylda. Hylda ist der Shit. 4 Mana, 3, 4 und sie kann als Kontrolle, als Combo, als Token, als Midrange-Plan, als alles Mögliche gespielt werden. Sie ist wirklich eine der coolsten Commander, die man so sich vorstellen kann. Und Grasp of Fate. Witchsmark. Okay. Zwei Booster noch für eine Konfetti-Foil. Oder zumindest eine Rhystic Study. Zumindest eine Rhystic Study wäre halt geil. Aber ansonsten, eine Konfetti-Foil müsste dann ja, wenn dann hier drin sein. Die ist auch ziemlich cool tatsächlich. Die macht so Cursed Rolls. Lantern of Lightning, Bramble Familiar. Rankle's Prank, Most Word, Raid Bomber und The Too Large. Letzte. Im letzten muss es ja drin sein. Das war bisher, also ich kann es nicht richtig einschätzen, weil ihr wisst ja, ich öffne Booster mehr für Fun als für Value, weil immer wenn ich gerade Booster in die Hand nehme, werden die schlechter. Nicht Spaß. Persönlich muss ich sagen, ich bin ziemlich großer Fan davon, diese Karten hier zu haben und Hardened Skills. Ich finde persönlich Display öfter cool, aber ich habe halt keine Ahnung von dem Value. Ehrlich nicht. Leyland of the Void, eine gute Leyland hinterher. Da haben wir noch die Restless Vinestalks. Timber Paladin, sagt mir nix. Twins, die Virtue, ein Compulsion, Plains und ein paar Kams und Uncams. Ja, das war das Collector-Display von Wilds of Eldraine. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Fabi, dass ich das öffnen durfte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, was echt eine Menge Leute sind, bitte, das hilft mir sehr, wenn ich diese Zahl sehe. Ist ein sehr großer Motivator. Könnt ihr da gerne abonnieren. Schaut beim guten LipLab vorbei. Schaut beim Instagram vorbei. Schaut bei Facebook vorbei. Twitter, X. Ich habe das alles und könnt ihr mir gerne folgen. Und ja, ansonsten, wenn ihr mich monetär noch unterstützen wollt, ich habe auch Patreon.
Und dann habe ich genug Werbung gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Abraxit. Ciao, ciao.